Nope. Die Sachen, die ich brauche, hat er. Er. Willst du das wirklich tun? Wirklich? Wirklich? Ah, ich werde es. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, ich hab danke. Angst. Ich. Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Ich habe so Angst. Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören! Sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen! Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Ich war sowieso gerade fertig. Oh je. Und? Haben die jetzt einen Befehl? Und? Ab. Nein, nicht zeigen! Ja, das kommt mir bekannt vor. Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ein entzogenes Miezekätzchen, die Welpe des Vögeleins. Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ein entzückendes Miezekätzchen. Ach ja? Ja. Hier ist der Kopf und da ist hinten. Und was ist das da? Schnurrhaare. Am Hinterteil? Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Oh Gott. Ein niedlicher Welpe. Ach ja? Was für eine Rasse? Aua, Dackel. Haben die nicht eine viel kürzere Schnauze? Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Oh Gott. Ein possierliches Vögelein. Das soll ein Vögelchen sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, naja, die sind da. Jedenfalls ein Vögelchen. Oh Gott. Ich bleibe dabei. Jedenfalls ein Vögelchen. Sieht doch aus wie der eine Abdruck, den kann ich anfassen, den der Psychiater da gemacht hat. Also der Therapeut oder was auch immer es ist. Abdruck. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Okay, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Schade. Aber es hätte ja sein können. Casa Boso. Sagen wir einfach mal Boso den Abdruck. Hey Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte! Ah! Das ist ja furchtbar! Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein niedliches Vögelein. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Das sieht eher aus wie ein, naja, primäres Geschlechtsorgan. Mit Herzen. Erkennst du etwas auf diesem Bild? Ich weiß nicht. Es erinnert mich irgendwie an Bosos alten Babysitter. Aha. Aber ich weiß nicht genau warum. Und wer war du, das? Du, Mama Boso? Was ist denn, mein Junge? Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bosos Ballettunterricht raus. Ach ja, immer der Klassiker. Vielleicht kann ja der Opa was drauf erkennen. Was hast du da? Ein Bild von einem Vogel? Exakt. Warum erkennt das sonst niemand? Haben die anderen alle einen Knick in der Optik? Ha! Diese Frage stelle ich mir schon seit Jahren. Eigentlich. Seitdem man mir diese Stahlplatte ins Gehirn eingesetzt hat. Du hattest dabei Hilfe? Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Ach, schön.
Wollen wir vielleicht den Mucks zeigen? Mucks! Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Yay, wumm, wumm. Tatakern. Okay, im Psychiater habe ich das gezeigt. Was hält sie denn von einem ordentlich dick, massiven... Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1 Lotti 25. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Du machst Teigtaschen in der Fritteuse? Hör mal, ich mach gar keine Teigtaschen. Das macht meine Aushilfe. Und die kennt sich auch mit den Namen der Geräte aus. Alles klar. Okay, wir haben... Hey, Boso. Ich sehe eine Heldentat heraufziehen. Ich muss Barry davon erzählen. Später. Hallo, ihr zwei Grazien. Du schon wieder. Was willst du? Ich will... jemanden, der mich identifizieren kann. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Oh ja. Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Ja. Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Nein. Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Katzentapsen. Bescheid. What is this? Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist. Schon wieder Geistergeschichten. Och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Urso geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Aha. Er muss sich doch Sorgen machen. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Wie wär's mit einem Einhorn? Einhorn! Ja! Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein! Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Okay. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Hm. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Für diesen Affront. Wie wär's mit einem Wischmopp? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmopp dabei zu haben. Nehmen wir mal was. Wie wär's mit einem Haifisch? Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Oh Gott, denkt ihr das gleiche, was ich denke? Aha, mich schlitzt überall. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Das steht doch bestimmt. Hey? Na, Vogel. Das ist gar nicht schlecht. Was? Das sieht irgendwie heftig aus. Das kann man wohl sagen. Ein heftiges Vögelein. Ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist.
Du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie du willst. Sanfte Gemüter? Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von dem... Das muss man, glaube ich, nicht weiter ausführen. Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Ach je. Cool. Was haben wir jetzt damit erreicht? Lotti überreden, für Rufus zu bürgen. Lotti? Zu bürgen. Fabina, Lotti. Fabina? Okay. Böse Hinweise, böse. Oh, der Liegestuhl. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Und geschlafen hast du auch nicht. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine, klar. Yeah, brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Oh, dann eben nicht. Was haben wir? Kuhfuß. Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Können wir das auch nehmen? Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Frag lieber nicht weiter nach. Tattoo hin oder her. Die ist viel zu weich für den Krieg. Wir reden ja immerhin von Lotti, Alter. Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so... Ich sagte... Nein! Abgeschwollen. Okay, hallo, wir können das... Was auch immer es ist. Ich bin ja mal gespannt. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager, und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Die lassen neuerdings auch jeden zum Widerstand. Was ist denn aus dem guten alten Rufus-Test geworden? Echt? Auf den wohl die Pommes ausgegangen sind? Schweinerei. Kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber... Wenn du dich beschweren willst, sprich, ich bin beschäftigt. Hatten wir doch alles schon. Was haben wir hier? Bambina von ihrem Abhörjob losreißen. Okay. Das am besten machen. Vielleicht in die Brechstange... Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nicht eigentlich. Dann interessiert es mich nicht. Okay. Dann meine Nachricht von der Front. Ich versuch's mal. Kann ich ihn in ihr Dekolleté stecken? Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Bozo? Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal.
Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir, bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Urso, geht es ihm gut? Ja. Lebt er noch? Sag schon! Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Urso ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte. Hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt. Ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo. Ich komme. Auf zu Bozo. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu. Der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Yeah. Und... ich renne ihr später hinterher. Erstmal will ich noch gucken, was es hier Schönes gibt. Eine Spindür. Sehe ich das gerade richtig? Cowboy Dodo. Der Vogel Odo. Im Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Möge oh er Gott. Ihn. Es ist ein harter Job, Schlagzeugen. Und so. Zeug schlagen, wie auch immer. Gut. Brotdose. Was haben wir denn Na, dann wollen drin? Wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Ach. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Okay, jetzt haben wir Hormone. Ja, richtig, so geht das. Wie geil, dass dieser Cowboy Dodo spast. Gehen wir mal ins Cockpit. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Oh Gott. Brainwash. Brainwash. Irgendwas ist anders mit dir. Aber ja, es fehlt der Schaum vorm Mund. Du brauchst die Kippe da, ja. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Habe ich schon? Uiuiui. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja, und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Okay. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Ja. Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Wie langweilig. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, dröge. Das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Hey, bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Ja, wenn du uns helfen machen. Willst.
Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Oh, bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Ich frag mich doch ernsthaft, wer das ist.